Ich bin hier in Berlin bei den Fair Plate Awards mit Marcus Kuhn, dem ehemaligen Defensive, Defensive Tackle der Giants. Juckt's dich noch oder bist du erstmal zufrieden im Ruhestand? Ja, also sehr zufrieden auf jeden Fall. Nur ich glaube, wenn man so lange so einen Sport betrieben hat, dann juckt es immer noch ein bisschen. Vor allem, ich habe mich gefühlte die letzten zehn Jahre jeden Tag geprügelt. Ich muss, glaube ich, irgendeine andere Lösung finden, dass ich nicht irgendwie einen am Schlawiner pack ab und zu mal und da irgendwelche Sachen mache. Aber sonst ist alles in Ordnung. Ja, dann nicht so viel trinken heute. Nee. Und, aber du verfolgst ja sicher weiter, oder? Also, ja, ganz klar. Du kommst ja nicht weg. Also ich schreibe ja noch meine Kolumne zum Beispiel auf RAN. Ich war auch beim Super Bowl, habe die moderiert. Und ach, ich werde im Sport auch treu bleiben. Also ich werde im Herbst anfangen wieder zu studieren für Sportmanagement. Wo? In New York. Die Uni... Nee, das ist schon gut so. Also die Uni steht noch nicht hundertprozentig fest, aber das wird, so wie es aussieht, eine gute. Und ja, also alles im grünen Bereich. Ja, in den USA klappt das ja auch mit dem Top-Sportler. Die taken care of den, ne? Ja, also ich muss leider Gottes trotzdem zahlen, also trotzdem teuer wie verrückt. Ja. Aber ja, also es ist zum Beispiel die Columbia University, die besucht, ja, bietet einen sehr guten Master an jetzt in Sports Management. Und so wie es aussieht, werde ich da landen. Ah, das ist doch gut. Ja. Und wenn du verfolgst, jetzt ist ja Free Agency. Die größten Namen sind schon alle gesigned. Kasim auch. Ja, sehr gut. Und aber welches Team fandest du bisher hat die besten Moves gemacht? Auf jeden Fall die Patriots wieder. Ja. Also da muss man ganz klar sagen, nachdem die den Super Bowl gewonnen haben, nehmen die meisten NFL-Teams nicht so viel Geld in die Hand, um zu reinvestieren. Und da haben die Patriots auch nochmal ja eher nicht klotzen und nicht kleckern, oder sagt man das so? Oder ja, kleckern, nicht klotzen, wie auch immer. Auf jeden Fall haben sie schön tief in den Geldbeutel gelangt. Und ja, was ausgegeben, sich super Verstärkung geholt. Sehr schlau, dass sie Hightower nochmal gesigned haben. Cooks ist ein Biest, also der wird gefährlich, ist noch mit Hogan. Martellus Burnett ist zwar gegangen, aber Gronk ist auch noch dabei. Also es ist, ja. Außerdem haben sie mit Dwayne Allen, neuen Tight End. Genau, Dwayne, ganz schlecht. Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, wie schon gesagt, die Patriots haben fast am meisten Gas gegeben. Na, und die Giants haben ja nun auch ein bisschen mit Brandon Marshall. Was sagst du dazu? Ja, finde ich super gut. Ja? Ja, super gute Entscheidung. Ein Veteran-Receiver wird auch dem Raum. Also Victor Cruz ist ja nicht mehr bei den Giants und der ist ja fast der alte Hase bei den Jungs. Ja. Und jetzt ein Brandon Marshall dazu. Der wird auch, was die meisten Leute, glaube ich, nicht wissen, dem Run-Game etwas weiterhelfen, weil er einfach mehr Leute aus der Box rauszieht. Also guter Call. Aber was mich am meisten freut, dass JPP einen dicken Vertrag unterschrieben hat. Der hat sich die Taschen voll gemacht. Ja, gut. Und, aber verdienterweise. Ja, der kann's. Ja, auf jeden Fall. Und hast du jetzt für den Draft, hast du auch so College alles verfolgt? Ehrlich gesagt, Combine verfolgt, man hört immer die großen Namen. Ich habe das Gefühl, dieses Jahr, es gab ein paar Jungs, die waren oder viel Mittelmaß, aber es gab ein paar Zahlen, wo man sagt, mein lieber Scholli, die haben nur mal, ich meine, die 4-2-2, die, keine John Ahnung, Ross. Genau, hier gelaufen ist, also unglaublich. Und ansonsten verfolge ich, sage ich mal, College, außer als NC State, mein eigenes, noch ein bisschen, eigentlich wenig. Okay, aber Miles Garrett hast du ja sicher auch mitbekommen, mehr oder weniger deine Position, deine Ausmaße. Unglaublich. Also einfach vom Rennen springen. Also ich war persönlich schon relativ zufrieden. Ich war ja damals der erste Deutsche, der eingeladen wurde aufs Combine. Und ich war zufrieden, sage ich mal, mit meiner Leistung da. Und ich weiß, wie alles abläuft, aber der, mein Lieber, also ein Freak, muss man wirklich sagen, absoluter Freak. Krass. Und du bist ja immer noch der einzige Deutsche, der einen Touchdown hat in der NFL, ne? Der erste, der einzigste. Ja, mal gucken. Der Moritz muss es und, glaube ich, wird es auch in den Kader schaffen bald. Und dann wird der wahrscheinlich, mich mit einigen Touchdowns übertrumpfen, aber den ersten, den werde ich bleiben. Ja, es bleibt dir. Genau. Und noch ganz kurz zu Kasim bei den Broncos. Ja, super geil. Ich glaube, der kommt zu einem guten Team, weil ihnen die spielen auch öfter mal eine 3-4. Also ich glaube, es kann gut sein, dass sie ihn als Outside-Linebacker ab und zu mal verwenden werden. Oder er ist wirklich sehr gut im Pass-Rush, als Third-Down-Spieler. Und was sein Riesenvorteil ist, dass er wirklich ein super Special-Team-Spieler ist. Und so einen Jungen wie ein Kasim, sage ich mal, will auch jeder in seiner Umkleidekabine haben, weil er einfach sauschwer in Ordnung ist und er trainiert hart und hat Spaß. Also ja, freue ich mich. Also er macht's ins Team. Auf jeden Fall, bin ich mir eigentlich sicher. Ja. Und letzte Frage noch kurz, mit OBJ und dem Kicking-Net ist noch alles in Butter oder hast du da einen Lehrer? Ich muss sagen, mein Modell hört man immer viel. Ich war ja mit ihm auch zwei Jahre, habe ich mit ihm gespielt, als er gedraftet wurde. Ich habe so ein bisschen gesehen, wie er, sage ich mal, die gehypt wurde langsam nach seinem Catch und alles. Und der spielt einfach mit viel Emotionen.
Muss man ganz ehrlich sagen. Und da, ja, das ist schon alles im grünen Bereich. Okay. Ja. Alles klar, dann danke dir. Kein Problem. Wir hoffen, dich dann bald mal in der Footballerei begrüßen zu dürfen. Ja, also ich glaube, ich weiß nicht, ob ich es nach Hamburg schaffe zu euch, aber mindestens auf Skype kriegen wir auf jeden Fall. Perfekt, ja. Ist ein guter Deal. Okay, cool. Danke dir. Kein Problem.